Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu World of Tanks und ja, einige, vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung, die letzte Folge habe ich ja gestartet hier mit diesen Panzern. Ich nehme hier gleich im Anschluss auf und mache einfach mal mit der M37 weiter. Die Runde mit dem IS ging leider übrigens verloren, aber das habt ihr euch ja wahrscheinlich schon gedacht. Da stand es ja schon, keine Ahnung. 5:11 oder so für die anderen. Ja, nichtsdestotrotz wird hier natürlich gleich fleißig weitergemacht. Und der Account muss ja genutzt werden. Gucken wir mal, ob das Glück uns hold ist. So, weiter geht's. Und ich werde mal. Hoppala, da bin ich gerade ein bisschen falsch gefahren. Für den Moment die Orientierung verloren. Ich will natürlich nicht an die Front fahren mit der Artillerie, sondern lieber ein bisschen weiter nach hinten. Dann mal gucken. Vielleicht geht ja was. Ah, wobei der AL-44 da, der ist natürlich schon ganz gut gepanzert. Der AT-8 auch. Oh. Und der Bishop ist schon mal weg. Wie hat er den denn erwischt? Egal. Ich werde hier hinten schön mich in diesen Busch hier reinstellen und dann mal darauf warten, dass die Jungs und Mädels hier Gegner finden. Ah, den Capture-Kreis kann ich auf jeden Fall schon mal recht gut einsehen. Erwischt. Jawohl. Den haben wir abgefackelt. Das war doch schon mal ein ganz guter Treffer. Aha. Das war auch ein sehr guter Treffer. Jetzt bitte aufdecken. Ich möchte gern weiterschießen. Nein. Lump. Soll es kaputt gehen? Na, Leute, deckt da auf. Ach, nee. Ah. Weiter, weiter, weiter. Wir haben sie böse erwischt. Na, allzu viel Schaden mache ich da leider nicht an den Kollegen. Ich versuche noch mal hier hinten auf den Tank zu schießen. Ja, der war gut. So, jetzt fährt er auch langsam zurück hier. Ah, bleibt noch mal stehen. Der geht drüber. Ah, zu kurz, was? So.
endlich. Oh nein! Oh nein! So stehen überall die gegnerischen Panzer auf einmal. Ach, verdammte Axt. Haben sie mich doch gesehen. Ja, das ist natürlich schlecht, wenn... Was machen die eigentlich alle da bei 1? Also bei G7. Schweres Panzertreffen. Ärgerlich, das hätte besser laufen können. Motor kaputt. Boah, Jungs, wir können uns nicht mehr bewegen. Motor repariert. Oh, der Churchill ist... Ist das ein Bot oder was? Der fährt da ja... Ah, ich sag da mal nichts zu. So, kommt Jungs. Das wollen wir aber noch gewinnen hier gerne, oder? Was fällt einem dazu noch ein, außer OMG? Erstmal schön gegen das Haus fahren. Nein, fahr doch da unten lang. Das, naja, wenn wir jetzt einmal resetten, dann ist das gewonnen. Das muss ja erstmal kommen. Wir sind bewegungsunfähig. Das war noch nix. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Ah, jetzt, gut. Sehr schön. Und der letzte, Chinu. Jo. Nächste doppelte Erfahrung abgegriffen. Sehr schön. Einen Blick nochmal schnell auf die Statistik werfen und dann geht's hier auch gleich weiter. So, 1406. Ja. Aber hier 7 Treffer. Ne, 7 Module beschädigt. Alter Schwede, dann habe ich ordentlich zerledert. 870 Schaden. Ich glaube, mehr haben die auch gar nicht, oder? Weiß ich nicht. Ist ja auch egal. So, wir haben gewonnen, das zählt. Und als nächstes kommt dann der T1 Heavy. Was brauche ich da eigentlich noch? 15.100 Punkte. Na. Dann gucken wir doch mal. So. Gucken wir mal. Ziemlich viele KV-1 am Start. Artillerie gar keine. Das ist natürlich schon mal schön. Los geht's! Ja, auch nochmal gucken, was hier so geht, ob was geht. Nein! Oh, der war gut. War schon mal ganz gut, der Treffer. Aua! Ihr Lumpenpack!
War ich doch schon so weit oben, war, dass sie mich da treffen konnten. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ha. Nächste. Hätte ich mal in die andere Richtung drehen sollen, da hätte ich noch erwischt. Mist. Na egal. Alter! Der darf da einfach so hochfahren. Ohne dass irgendjemand auf die Matilda schießt. Das ist ja ein Ding. Ah, jetzt. Ja. Sehr schön. So, dann fahre ich hier nochmal hoch. Mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendwas aufdecken kann. Schnell wieder weg hier. Ja, Mist, da war ich jetzt ein klein bisschen zu übermütig. Da hätte ich gut noch ein paar HP mehr haben können. Ja, scheint keiner mehr zu sein. So, ich probiere es jetzt einfach mal hier durchzufahren. Ich fürchte zwar, dass es nichts wird und auch eine schlechte Idee ist, aber... Oh ja. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wir haben sie. Der ging voll durch ihre Panzerung. Die haben uns eine Kette abgeschossen. Nein, komm. Ah, verdammt. Nein, 0,3 Sekunden. Pocken über euch. Mann. Ja, lol. Okay, die Runde geht leider in die Grütz. Ja, das hätte ich doch tatsächlich fast noch geschafft, aber... Ja. Keine Ahnung, ich glaube 0,34 Sekunden stand da noch Nachladezeit. Hätte ich noch einen dritten Kill gehabt. Schade auch. So, gucken wir, was der letzte macht. Ah, der macht wahrscheinlich nicht mehr viel.
Gut. So, die Runde ging mal allglatt verloren, würde ich sagen. 08:15. Schade. Da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen. Am Anfang sah es auch noch ziemlich gut aus. Ich glaube 6:2 oder so haben wir mal geführt. Zwischenzeitlich. Ja. Okay. Neue Runde, neues Glück. Ne, erstmal spiele ich jetzt mit dem T21. Okay. Weiter geht es. Und, Auf geht's! Also, als die Map hier noch nicht umgebaut war, konnte man immer schön... Da gab es ja diesen kleinen Felsen bei der Karte. Das war immer recht gemütlich, da mit einem kleinen Panzer hinterzufahren und zu campen und zu hoffen, dass man geschützt wird. Aber mittlerweile ist die Karte hier leider doch sehr offen. Oder die Flagge ist sehr offen. Deshalb wäre das jetzt nicht so schlau, da jetzt runterzufahren. Und ich werde einfach mal gucken. Da ist noch ein T21. Den werde ich wahrscheinlich, denke ich, gleich treffen. Tippe ich mal. Denn die Ecke hier oben ist ja mittlerweile auf der Map hier ganz gerne genommen. Wenn man hier schön viele Möglichkeiten hat, sich einmal natürlich zu verschanzen auch. Och, ja genau. Lol. Okay, das war eine schnelle Runde. Wir sehen uns gleich wieder. Oh Mann. So, nach dieser Glanzleistung gerade eben mit dem T21. Probiere ich mein Glück jetzt mit dem Cromwell. Bewegung! Und ja, die TDs fahren schon mal in die richtige Richtung. Haben ja auch gesagt, wir sollen hier spotten, beziehungsweise der VK-28, weil der natürlich kleinster ist hier am Stissel. Wie man so neudeutsch schön sagt. So, mal gucken. Mir glaube ich gerade so. Ja. Von da. Ja, werde ich auf jeden Fall beschossen. Whoops. Falsche Richtung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Naja, der zielt jetzt gerade hierher. War schon mal ganz gut, dass der jetzt weg ist. Und dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch ein bisschen mehr aufdecken können.
So, okay, dann mache ich hier halt den Aufdecker, dafür bin ich ja da. Hä? Was ist denn da los? Alter, bist du nicht ganz dicht oder was? Hau ab. Der ging voll durch ihre Panzerung. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Gut, ein Stein weiter nach vorne kämpfen. Hoffentlich komme ich noch so weit. Fahre ich jetzt mal hier außen rum. Ach, Kacke. Das in einem Let's Play, das ist ja peinlich. Oh, das war aber noch peinlicher jetzt gerade. Ja, daneben. Oh, Jagdpanzer. Oh, was haben wir da? Alter, Kacke. Nein, hau ab. Das Lette. Trifft er mich hier noch? Ne. Yeah. Der ging voll durch ihre Panzerung. Sehr gut. Was kommt da? Hellcat, ja. Ah, sehe ich den noch nicht. Alter. Was? Nein! Los! Nee, der war's nicht. Keine Ahnung. Aber ich glaube, aufgedeckt habe ich trotzdem ganz gut. Ah, jetzt müssen die halt selbst kämpfen. Jetzt holen sie ihn. Jawohl. Ja, Leute. Also, was mache ich jetzt? Gucken wir hier noch zu, oder... löse ich... Ah, da kommt der nächste. Also, ist eigentlich noch recht spannend. Okay, jetzt ist nur noch einer da. Ich denke mal, das werden wir gewinnen. Deshalb halte ich jetzt hier einfach nochmal drauf. Die Folge ist, denke ich mal... Ah, da kommt er schon. Sehr gut. Also ich bleibe jetzt hier weiter im Spiel drin. Falls jetzt wer keinen Bock hat, das noch zu sehen, der...
darf natürlich gerne wegschalten, aber mal gucken, die Runde ist gleich vorbei, also lohnt sich auch gar nicht. So, da haben wir gewonnen. Und ja, immerhin ein Abschuss und boah, ich glaube, aufgedeckt habe ich auch gar nicht so schlecht. Das könnte eine ganz gute Runde gewesen sein. Oh ja, was haben wir denn hier? Speer. Klären Sie Gegnerfahrzeuge auf und ermöglichen Sie so Verbündeten einen Gefecht 1000 Schadenspunkte. Okay. Also hier sieht man, die habe ich aufgeklärt. Hier habe ich Hilfe bei Zerstörung. Also das war ziemlich cool. 2300 Punkte, das ist auf jeden Fall nett. Mal gucken, ob wir was Neues kaufen können. Tja, ich könnte noch eine andere Kanone nehmen, aber 0,7... 145. Ja, die macht natürlich Fettschaden, aber so eine Howitzer-Kanone, die sind ja... Nee, das lasse ich. Egal. Erstmal auf die 58.000 für den Komet sparen. Habe ich genug zu tun, glaube ich. So. Ja, der T1 hier. Damit drehe ich ihn jetzt nochmal eine Runde. So, weiter geht's. Auf jeden Fall die letzte Runde in dieser Folge. Los geht's! Ich weiß gar nicht, ob ich gerade eben das mit aufgenommen habe. Falls ihr auf der letzten Map irgendwo Schmatzgeräusch gehört habt, dann bitte ich das zu entschuldigen. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob ich das mit aufgenommen habe oder nicht, aber... Zum Glück habe ich kein Bäuerchen gemacht. So, weiter geht's mit World of Tanks. Und mal gucken. Wo fahre ich hin? Ne, ich fahre hier mit hin. Bisschen mehr doof hier. Und das ist auch gerade ziemlich doof, was ich hier mache. Denn so viel freie Fläche ohne... der kriegt nämlich schon... Ja, ich auch. Oh, Hellcat und T-100. Ja, sehr schön. Und der Churchill. Alter, drei Panzer. Sehr gut. Ja, mit diesem grandiosen Ende würde ich sagen, beende ich diese Folge hier. Und ich hoffe, das war jetzt nicht allzu schlimm für euch und ihr schaltet wieder rein in der nächsten Folge, dann versuche ich das auch mal wieder ein bisschen ordentlich hinzukriegen. Ich sage auf jeden Fall, ne, wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Reinschauen und ja, Anmerkungen, Tipps, was auch immer ihr da so gerade habt, konstruktive Kritik, immer gerne her damit. Schreibt einfach einen Kommentar unten rein und dann werde ich da natürlich auch drauf antworten. Beziehungsweise es mir zu Herzen nehmen. So, ja, mit der Karte Highway schließe ich jetzt hier die Folge ab und ich kämpfe jetzt weiter, ohne aufzunehmen. Vielen Dank, Leute, und bis demnächst. Macht's gut.